Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit dem Rad. Heute möchte ich euch mitnehmen auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Staaken. Links und rechts des ehemaligen Zeppelin-Verwaltungsgebäudes Brunsbütteler Damm gegenüber der Straße am alten Gaswerk befinden sich zwei Splitterschutzzellen aus dem Zweiten Weltkrieg. Keine 50 Meter östlich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes steht die erste Splitterschutzzelle, auch Einmannbunker genannt. Diese Betonbunker wurden von den Firmen Düvidag, Dückerhof und Wiedmann oder Leonhard Moll Betonwerk gebaut und waren für 2 bis 3 Personen gedacht. Das Aushängen dieser 20 cm starken Betontür war sicherlich ein Kraftakt. Für Mitarbeiter, die in Außenbereichen tätig waren und im Falle eines Bombenangriffes oder direkten Beschusses keinen Schutzraum aufsuchen konnten, wurden Splitterschutzzellen aufgestellt. Sie verfügten weder über eine Einrichtung noch über Gasschutz. Und es ist erstaunlich, selbst nach Jahrzehnten lässt sich diese sehr schwere Betontür mit spitzen Fingern öffnen. Die Splitterschutzzellen wurden im Regelfall in Einzelteilen an den Aufstellungsort geliefert und dann mit dem dort vorhandenen Betonfundament verschraubt. Der Innenraum der Zelle ist ein Konglomerat aus Müll und menschlichen Exkrementen, so dass ich mir ein Betreten doch eher verkniffen habe. Also, Klappe zu, Affe tot und weiter geht's zu Bunker Nummer 2. Der zweite Bunker steht westlich des Zeppelin-Verwaltungsgebäude hinter der TÜV-Akademie und ungefähr 40 Meter vor der Straße am Zeppelin-Park auf einem eingezäunten Gelände. Diese Aufnahmen wurden also nur über den Gartenzaun gemacht. Im Sommer versteckt sich diese Splitterschutzzelle ganz gemütlich in einem Gebüsch. Und damit sind wir wieder einmal am Ende unseres Ausfluges angelangt. Der eine oder andere hat vielleicht Interesse an diesen kleinen Bunkern gefunden und schaut sie sich selbst einmal an. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es wieder heißt Unterwegs mit dem Rad und verbleibe bis dahin. Tschüss und bye bye, hier aus Studio B, euer Tomcat.